Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Age Origins. Ja, wir sind in der letzten Folge hier beim Berggipfel stehen geblieben, nachdem wir erfolgreich ein bisschen Urne der heiligen Asche mitgenommen haben. Ist natürlich die Frage, was wissen wir jetzt? Die heiligen Asche brauchen wir ja bei Alhau. Ne? Natürlich die Frage, wie kommen wir da überhaupt wieder hin? Sollen wir über den verfallenen Tempel oder über die Höhlen? Ich würde sagen, über den verfallenen Tempel, weil ich glaube, da kommen wir schneller irgendwo hin. Bin schon unterwegs. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Meine Erkundung ist ja sowieso alles. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Jetzt nach Haven. Da müssen wir hin. Was soll ich hinkriegen, glaube ich. Übrigens natürlich, wie ihr unten rechts immer noch seht. Seht, sind wir immer noch mit Plitsch unterwegs. Das werden wir natürlich. Das werde ich. Beziehungsweise werden wir über das ganze Let's Play fortführen. Denn ansonsten dauert mir das Let's Play doch ein bisschen zu lange. Ich ist eine kleine Cheater-Sau, aber das ist mir jetzt egal. Willkommen zurück. Ihr wart ziemlich lange fort. Und habt ihr sie gefunden? Definitiv den Beutel mit der Asche zeigen. Ist das? Oh, da ist Staub auf. Nein, das ist kein Staub. Oh, Erbauer, ich bin nicht würdig, das zu sehen. Wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Nichts hat mich hier so tief berührt. Ihr seid wahrhaft vom Glück gesegnet. Und ich auch. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen. Weshalb? Wir sollten das Geheimnis für uns behalten. Aber die Urne gehört allen Gläubigen. Könnt ihr sie ihnen verweigern? Nein, wir müssen sie teilen. Eure Absichten sind edel, Bruder Genitivi. Aber könnt ihr das Gleiche auch von euren Brüdern in der Kirche sagen? Damit jeder kommen und sich ein bisschen Asche aus der Urne nehmen kann? Dann hoffe ich nur, dass sich die Urne immer wieder von selbst füllt. Vielleicht könnte man auch Eintritt verlangen. Nicht? Ich werde diese frohe Kunde verbreiten. Und wenn ich dabei sterbe. Dann sterbt ihr. War es wirklich nötig, einen wehrlosen alten Mann zu erschlagen? Ihr mögt eure Gründe haben, die Existenz der Urne geheim zu halten, aber ich bezweifle, dass sie das Leben dieses guten Mannes wert sind. Okay, dann laden wir halt den Spielstand nochmal. Alter, ich sehe es auch nicht so. Meine Fresse. Dann machen wir es halt nochmal. Gut. Vergesst das einfach, was vorhin passiert ist, okay? Einfach vergessen. Danke. Willkommen zurück. Ihr wart ziemlich lange fort. Und? Habt ihr sie gefunden? Die Urne? Ja. Wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Nichts hat mich hier so tief berührt. Ihr seid wahrhaft vom Glück gesegnet. Und ich auch. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen.
Es ist unklug. Viele würden versuchen, daraus Vorteile zu schlagen. Aber die Urne gehört allen Gläubigen. Könnt ihr sie ihnen verweigern? Nein, wir müssen sie teilen. Eure Absichten sind edel, Bruder Genitivi. Aber könnt ihr das Gleiche auch von euren Brüdern in der Kirche sagen? Damit jeder kommen und sich ein bisschen Asche aus der Urne nehmen kann? Dann hoffe ich nur, dass sich die Urne immer wieder von selbst füllt. Vielleicht könnte man auch Eintritt verlangen. Nicht? Ich werde diese frohe Kunde verbreiten. Und wenn ich dabei sterbe. Wenn Schlimmes daraus erwächst, ist es eure Schuld. Ich muss nach Hause zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Denerim kommt. Ich bin nicht reich, habe jedoch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten. Und ich schulde euch für meine Rettung eine Belohnung. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, hoffentlich. Okay, also los geht's. Natürlich. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Schloss Ledcliff. Dunkle Brut rückt näher. Ihr seid wach. Habt ihr es auch gespürt? Es war, als hätte der Erzdämon uns gesehen. Gesehen! Was bedeutet das? Ich glaube... Moment. Habt ihr das gehört? Was ist... Es ist laut hier, Mensch. Hoffe ich auch. Es ist vermutlich so, wie Duncan gesagt hat. Wir können sie spüren und sie spüren uns. Wir sollten von nun an noch vorsichtiger sein. Dieses Lager ist nicht mehr sicher. Was schicken Sie als nächstes? Steuereintreiber der dunklen Brut? Wir sollten Befestigungsanlagen um das Lager herum errichten. Wie nervtötend. Wer Sammler der dunklen Brut? Was? Keine Falle? Keine. Ja, Gruppe sammeln. Also, Alistair kommt mit. Wayne kommt mit. Er kommt mit. Wie immer eigentlich. Das Redcliff. Let's go. So. Gehen wir nochmal hoch. Hin zum Arl. Bitte biegen Sie links ab. Ihr seid zurück? Habt ihr Neuigkeiten? Ich habe die Urne gefunden. Wirklich? Wunderbar. Wir gehen sofort zu Eamon und finden heraus, ob das Relikt seinem Ruf, was Heilkräfte angeht, gerecht wird. Bin ich? Ruhig, Bruder. Du warst eine lange Zeit todkrank. Erinnerst du dich an nichts? Tegan? Was machst du hier? Wo ist Isolde? Vieles ist geschehen, seit du erkrankt bist, Bruder. Einiges davon wird dich sehr schmerzen. Dann sprich, ich will alles hören. Das ist höchst beunruhigend. Wahrlich, es gibt eine Menge zu tun. Doch zunächst möchte ich denen danken, die bereits so viel geleistet haben. Grauer Wächter,
Ich weiß, ihr tatet, was ihr tun musstet. Ich trauere um Isorde, doch hättet ihr anders gehandelt, wäre es sicher noch viel schlimmer gekommen. Ich stehe in eurer Schuld. Darf ich euch eine Belohnung für eure Dienste anbieten? Ich brauche eure Hilfe gegen die Verderbnis. Das reicht völlig aus. Ich verstehe, doch ungeachtet eurer Motive habt ihr zudem eine Belohnung verdient. Ich möchte lediglich eure Bemühungen honorieren. Gut, wie ihr wünscht. Dann erlaubt mir, euch und eure Gefährten zu Helden von Radcliffe zu ernennen. Ihr seid in diesen Hallen stets willkommen. Und für euch, Wächter, einen Schild derselben Qualität, wie sie nur unsere besten Ritter erhalten. Danke, euer Gnaden. Wohl wahr. Achso, es gibt viel zu tun, okay. Wir können nicht wissen, was Loghain tun wird, wenn er von deiner Genesung erfährt. Loghain zettelt einen Bürgerkrieg an, obwohl die dunkle Brut vor unserer Tür steht. Ich kenne ihn schon lange. Er war bisher stets bedacht und nie machthungrig. Ich war dabei, als er seinen Anspruch auf den Thron vorgebracht hat. Eamon, ich sage dir, er ist wahnsinnig vor Ehrgeiz. Wahnsinnig, in der Tat. Kaelin zu töten, es bei mir zu versuchen und meine Ländereien zu zerstören. Was auch mit ihm geschehen ist, wir müssen Loghain aufhalten. Dabei haben wir kaum die Mittel, diesen Kampf bis zum bitteren Ende zu führen. Aber ihr könntet doch den Adel und ein aber ihr könntet doch den Adel einen und gegen Loghain ziehen. Ich könnte Loghains Gegner zusammenrufen, aber er hat nicht nur Gegner, sondern auch mächtige Verbündete. Wir haben nicht die Zeit, einen Feldzug gegen ihn zu führen. Jemand muss nachgeben, wenn Ferelden im Kampf gegen die dunkle Brut eine Chance haben soll. Aber wenn alle von seinen Taten erfüllen... Ich werde Loghains Verrat hier und den gegen den König verbreiten. Aber ohne Beweise ist das nur eine Behauptung. Loghains Verbündete werden darüber nachdenken. Aber wir brauchen etwas, das Loghain nicht vom Tisch wischen kann. Jemanden, dessen Thronanspruch schwerer wiegt als der von Loghains Tochter, der Königin. Meinst du damit Alistair, Bruder? Bist du sicher? Ich würde es nicht vorschlagen, wenn es eine Alternative gäbe. Aber das Undenkbare ist eingetreten. Ihr wollt Alistair zum König machen? Tegan und ich haben einen Anspruch durch Heirat, aber dann wären wir Opportunisten und nicht besser als Loghain. Alistair jedoch hat königliches Blut. Und was ist mit mir? Interessiert niemanden, was ich will? Ihr tragt Verantwortung, Alistair. Ohne euch gewinnt Loghain und ich müsste ihn um Ferelden willen sogar unterstützen. Wollt ihr das etwa? Ich, aber... Nein, Herr. Ich sehe nur eine Möglichkeit. Ich berufe in der Stadt Denerim ein Landting ein, ein Treffen des gesamten Adels von Ferelden. Dort soll Ferelden dann entscheiden, wer es beherrscht. So oder so. Danach können wir unseren wahren Feind bekämpfen. Was sagt ihr dazu? Ich würde das ungern ohne euer Einverständnis machen. Sollten wir unseren Plan verfolgen? Gut, ich lasse es verbreiten. Aber bevor wir fortfahren, wäre da noch dieser Magier, der Hauslehrer meines Sohnes. Wie ich hörte, lebt er noch. Stimmt. Er ist im Kerker, Bruder. Lass ihn herbringen, Tegan. Ich will ihn sehen. Joan, wir wissen alle, was ihr getan habt. Ihr wolltet mich ermorden und habt dadurch Ereignisse ausgelöst, die beinahe alles vernichtet hätten, woran mir etwas liegt. Was sagt ihr zu eurer Verteidigung? Nichts, Herr. Nur, dass es mir leid tut. Ich erwarte keine Gnade für meine Taten. Verstehe. Grauer Wächter, habt ihr etwas zu Jowans Gunsten zu sagen? Das Ritual war seine Idee. Er hat uns nicht hintergangen. Aber
will er sich nur herauswinden oder bereut er tatsächlich seine Untaten? Welche Strafe würdet ihr ihm geben? Ich als beteiligte Partei kann den Weg der Gnade im Moment nur verschwommen sehen. Begibt ihm den Ziegel der Magie. Wohl wahr und klug gesprochen. Joan, ich übergebe euch hiermit an den Turm des Zirkels der Magie. Der Erbauer sei eurer Seele gnädig. Danke, Herr. Und nun zurück zum Landting. Es wird einige Zeit dauern, meine Truppen zurückzurufen und unsere Verbündeten zu organisieren. Ich würde lieber warten, bis das erledigt ist, bevor wir das Landting einberufen. Ich schlage vor, dass ihr euch in der Zwischenzeit um die übrigen Verträge der Grauen Wächter kümmert. Wenn wir die Horde der dunklen Brut vernichten wollen, brauchen wir alle Verbündeten, die wir bekommen können. Eine neue Quest. Bau eine Armee auf. Spezialisierte freigeschaltet. Champion. Bild von Redcliffe. Jetzt. Bau eine Armee auf. Ah. Alle von Redcliffe. Das haben wir jetzt gemacht. Das haben wir auch, glaube ich. So, nutze die Verträge der Grauen Mächte, um dir die Hilfe der einzelnen Gruppierungen zu sichern. Weil ihm wurde ins Leben zurückgeholt und plant nun in Dameron ein Landing einzuberufen. In der Zwischenzeit musst du dir mit der Hilfe und unterzeichneten Verträge der Grauen Wächter Verbündete suchen. So. Ich würde allerdings sagen, das ist genug für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.